Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Vielleicht haben es einige von euch gesehen, ich war letztens wieder in der Heimat in dem Wolke 7 Shisha-Laden und habe mir da einen sehr, sehr schönen neuen Kopf mitgenommen. Ihr seht ihn schon auf der Pfeife, es ist die Japona Turkish Bowl. Nicht wundern, wenn ich heute vielleicht das eine oder andere mal Bowl sage für Kopf, ne? Ist der englische Begriff, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja, 19,90 Euro kostet euch das Ganze, ist ein bisschen teurer, aber muss auch aus Russland exportiert und hierher importiert werden. Deswegen kommt da noch der ein oder andere Zoll drauf und deswegen ist der halt einfach ein bisschen teurer. Die Japona Turkish Bowl ist ein unlasierter Mehrloch-Tonkopf mit so einer schönen Nylon-Schnumm drumherum. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall top, ihr seht es in den Nahaufnahmen, da kann man auf jeden Fall nicht meckern, es sieht unheimlich gut aus. Zum Setup kann man auf jeden Fall sagen, dass ich ihn am liebsten mit der Smokebox und zwei Kohlen rauche. Ihr könntet aber auch Alufolie drüber spannen und ein Kaminsieb oben drauflegen. Funktioniert auch sehr, sehr gut, habe ich auch oft getestet. Dann das Ganze einfach mit drei Kohlen rauchen und die Kohle immer weiter in die Mitte legen, desto länger ihr raucht. Bei der Smokebox habt ihr euch das auf jeden Fall gespart und ich fand auch die Hitzeentwicklung mit der Smokebox einen Ticken geiler. Ist auf jeden Fall einfacher und geht schneller und raucht extrem gut. Plus ihr habt nicht das ganze Hitzemanagement, was mir extrem gut gefällt. Jetzt muss ich aber zu einem Punkt kommen, der mir bei dem Kopf nicht so gut gefällt und das ist, dass er unten relativ breit ist und dadurch passt er nicht gut auf eine Kopfdichtung. Also er sitzt extrem locker und löst sich sehr, sehr schnell. Deswegen habe ich das einfach so gemacht, dass ich eine etwas dünnere Kopfdichtung nach unten packe und oben drüber noch eine zweite Kopfdichtung, die ein bisschen breiter ist und dann sitzt er auf jeden Fall Bombe. Aber das sollte man auf jeden Fall beachten, dass er auf einer dünnen Kopfdichtung nicht so gut sitzt. Das Rauchverhalten seht ihr jetzt eigentlich gerade schon im Video, man kann einfach nicht meckern, auch der Durchzug lässt einfach keine Wünsche übrig, das ist einfach direkt perfekt, gerade noch mit dem Sieb da drinne, verstopfen euch nicht die Löcher oder ähnliches, von daher bin ich da auf jeden Fall begeistert. So, mein erster kleiner Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ich finde ihn extrem schön, wie ihr seht, raucht er sehr, sehr gut in dem Setup, er ist easy zu bauen, es ist ein ganz normaler Mehrlochkopf und die Verarbeitung und Optik sind auch einfach der Hammer. In der Woche, wo ich ihn jetzt daheim habe, habe ich ihn sehr, sehr viel geraucht und das will schon was bedeuten, denn ich habe einiges an Konkurrenz für den Kopf da, sowohl was Mehrlochköpfe angeht, wie zum Beispiel den Werkbund Spot, aber auch was Funnel angeht, wie zum Beispiel den Somo Funnel oder den Oblako, einen anderen russischen Kopf. Trotzdem habe ich ihn relativ oft geraucht und wie gesagt, will das was bedeuten, er funktioniert einfach sehr, sehr gut, er ist easy zu bauen und erzielt immer gute Ergebnisse bei extrem wenig Arbeit. Tabakverbrauch ist allerdings ein bisschen höher als beim Werkbund Spot, also wenn ihr ihn so baut, wie ihr es eben im Kopfbau gesehen habt, gehen da schon gute 13, 14 Gramm rein. Wenn ihr den Werkbund Spot mit einem Sieb baut, sind das nur 10 Gramm. Vielleicht habt ihr unser Siebvergleich-Video gesehen, an der Stelle nochmal anschaut oder an das Video. Guckt das euch gerne mal an, da haben wir den Apo, den Werkbund Spot und den Genie Chamotte verglichen mit jeweils ohne Sieb und mit Sieb, mit dem flachen Sieb und beim Werkbund Spot auch noch mit dem Seeflex-Sieb und haben da auch den Tabakverbrauch gemessen. Wie gesagt, ist der da etwas höherrangig, aber das macht nichts, denn die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich ihn da habe. Solltet ihr ein Kopfbau-Video zu dem Kopf sehen wollen, schreibt uns gerne nochmal unten einen Kommentar, dass ihr das sehen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in dem Video oder einem anderen. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG. Ciao.